Hallo, wir sind heute hier in der Keramikwerkstatt von Lebenswerk Gemeinschaft. Wir sind hier in der Ladiostraße in Berlin-Zehlendorf. Wir sind eine kleine Gruppe, eine gemischte Gruppe mit Arbeits- und Förderbereich. Und wir sind drei Kollegen hier, ich, Herr Degebrot und Herr Kasmi, und machen Gebrauchskeramik, eine Töpferscheibe und auch Aufbaukeramik mit anderen Produkten, die ich da auch später zeigen kann. Und bin Keramikerin von Beruf und in dem Bereich arbeite ich bereits seit 20 Jahren. Wenn ich mich für die Keramik interessiere, wie sieht es denn in der Keramikwerkstatt mit der Berufsbildung aus? Ja, also wir haben wie in jedem Bereich erstmal diese Eingangsverfahren, dann die Interessentin oder Interessent, der bei uns ist im Berufsbildungsbereich, macht meistens in diesen Eingangsverfahren Praktikum und entscheidet sich dann nach dem Praktikum für ein gewisses Bereich. In dem Fall in der Keramik habe ich jetzt gerade Mihika Mark, die macht Berufsbildungsbereich und ich habe einen festen Plan anlegen an den Beruf des Keramikers oder Keramiker-Elfer, sage ich mal. Man richtet sich so ein, je nachdem, was derjenige kann oder nicht, also ob die lesen kann oder nicht. Sonst zeigen wir auch Filme über andere Keramiker, zum Beispiel vor kurzem hatten wir eine über Keramik in Japan, ein kleines Filmchen angeguckt und dann reden wir über diese Techniken, die dort gemacht werden. Ja. In unserer Werkstatt für Menschen mit Assistenzbedarf werden individuelle Bedürfnisse und Fähigkeiten berücksichtigt, um eine sinnvolle und angepasste berufliche Bildung zu ermöglichen. Hier finden Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen einen geschützten Raum, um ihre Fähigkeiten zu entfalten und ihre Potenziale zu verwirklichen. Genau, ich bin die Diana Kiso und arbeite jetzt wieder seit ungefähr 2,5 Jahren hier in der Keramikwerkstatt an der Töpferscheibe. Und wie man hier sehen kann, habe ich schon ein paar Seitenscheiben wieder gedreht und auf diesem Brett liegen schon fertige Seitenscheiben. Und unter anderem mache ich auch manchmal Aufbaukeramik mit und stelle ich auch manchmal ein paar Anhänger mit aus. Aber am meisten drehe ich an der Töpferscheibe nach wie vor verschiedene Sachen. Becher und Tassen und die Seifenschalen und irgendwann auch größere Sachen mal. Genau, und mir macht die Arbeit riesengroßen Spaß. Das sind die Sachen hier von uns, also Keramik hier. Das sind die Anhänger hier, die Ostersachen. Und diese ist auch alles von uns hier, die Anhänger. Und ja, es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten, weil man auch kreativ sein kann und einfach auch mal, genau, man kann manchmal auch mal sagen, heute möchte ich mal das machen, dann ist das auch mal möglich. Die berufliche Bildung in einer Werkstatt ermöglicht den Menschen eine aktive Teilhabe am Arbeitsleben und fördert ihre persönliche Entwicklung. Das sind jetzt Ostersets. Aber wir wollen natürlich dann in Zukunft auch solche Sets machen für Weihnachten, Geburtstagsset, Frühlingsset, Sommerset. Das war sehr gut. Das Gute an diesen Produkten war, das war sehr schön, weil es wirklich alle in der Gruppe mitgearbeitet haben. Also manche haben die Anhänge gemacht, die anderen haben die Punkte gemacht, die Farbe, die anderen haben das Papier geschreddert. Papier ist von der Papierwerkstatt. Genau, und die anderen haben die dann das Ganze nochmal zusammen verpackt. Das war wirklich eine schöne Geschichte. Die haben wir jetzt kurz vor dem Frühlingsfest, zwei Wochen vorher, angefangen, weil wirklich alle damit involviert waren. Unsere Werkstatt schafft nicht nur berufliche Perspektiven, sondern auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl und ein positives Arbeitsumfeld. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Talente entfalten, Selbstvertrauen aufbauen und einen wichtigen Beitrag zum Arbeitsleben leisten. Musik.